So, heute geht's ins Landhotel am Botenberg. Ist ein bisschen dunkel, ja. So ist besser. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Landhotel am Rotenberg. Wir machen heute eine Podcast-Aufnahme und ich bin schon gespannt, was die zu erzählen haben. Also die Kamera schon im Anschlag? Na klar. Hast du die Krise noch nicht gerufen? Moin. Moin. So, Landhotel am Rotenberg sind wir heute. Elke, was ist denn das? Das ist das geilste Hotel hier bei uns im Umkreis. Wieso? Nimm die Podcast-Folge auf, dann weißt du, was ich meine. Kevin, Henrik, muss man live erlebt haben. So eine, also da habe ich keine Worte für, so geil. Das heißt, du warst schon mal hier? Einmal? Bin jedes Jahr zigmal hier. Die haben den Bus. Du musst irgendwann mit dem Doppeldecker-Bus fahren. Bin ich auch schon mal. Ja, siehst du, dann weißt du doch, was hier abgeht. Also so eine geile Location, super cool für Hochzeiten, einfach auf den Punkt. Super cool. Und die beiden sind so durch. Also genial. Na, bin ich ja mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich auch. Okay, wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge auf und dann... Ecke. Schnapp dir mal die Kamera, geh mal kurz durch den Raum und erzähl, wo wir sind. Ich muss erst mal ganz kurz hier, Leute, fangt mal an. Ne? Wir sind im Landhotel am Rotenberg in der La Cantina, eine der geilsten Locations, die ich jemals kennenlernen durfte. Hier kann man Hochzeiten feiern. Ach, hier kannst du alles feiern. Das ist total genial. Guckt euch das an. Da drin ist Showcooking. Das heißt, da drin wird dann gerne mal gekocht. Ist gerade Frühstück. So, die Bar. So, da ist übrigens schon Kevin. Kevin, sag mal guten Morgen. Hi, guten Morgen, ich bin der Kevin. Ja, so, hier gibt es jetzt gleich erstmal Kaffee. Oh, hier, Kevin meint's gut. Ja. So, also das hier ist quasi der Frühstücksbereich. Also wenn ihr mal eine Party habt, eine Hochzeit oder, guckt es euch an. Da muss man gar nichts mehr zu sagen, das muss man einfach buchen. So, wo ist mein Ulrich? Ich sehe dich gerade nicht, der Monitor ist schwarz. Ich hoffe. Ah, da ist er. So, der Uli baut schon auf für unsere Podcast-Folge. Aber das ist doch echt meine Location, oder? Wir sind jetzt in der La Cantina. Da hinten laufen gerade die Podcast-Aufnahmen. Heute spricht nur mal Elke mit Kevin. Die beiden kennen sich schon lange und. Deinem Thema. Ich mache nebenbei ein bisschen Social Media. Nehmt euch da jetzt nochmal mit hin. Ich muss sagen, es ist echt schon beeindruckend. Eine ganze Family, die hier dieses Landhotel führt. Also vier Kinder mit Ehepartnern. Aber auch super spannend, was da so alles hintersteckt und wie die Philosophie ist. Und ich bin echt beeindruckt, muss ich sagen. Also ich habe ja auch schon zwei Hochzeiten fotografiert. Es ist schon echt eine coole Location, aber wo ich jetzt gehört habe, was da noch alles so hintersteckt, bin ich noch doppelt so beeindruckt. Also, hört euch die Folge ruhig mal an. Immer ist Feierabend für heute. Trinkt noch mal einen Kaffee aus. Dann werde ich erstmal was frühstücken fahren. Ja, nochmal ganz kurz zu dem Podcast. Also es kam ja schon die Frage auf, wieso wir das eigentlich machen mit dem Podcast. Also finanzielle Hintergründe hat es nicht. Wir verdienen keinen Pfennig damit. Aber ich finde es wirklich einfach spannend. Wir haben zum Beispiel heute Morgen in der Kantina gesessen mit den beiden Schwarzbrüdern Kevin und Hendrik und haben einfach so ein bisschen gequatscht. Über die Geschichte des Hotels, wie alles aufgeteilt ist, was so da passiert. Also ist ja jetzt kein Enthüllungspodcast, wo irgendwie heiße Themen auf den Tisch kommen. Aber es werden einfach wirklich spannende Geschichten erzählt, die wir auch gerne mit euch teilen, aber also die ich persönlich sonst halt auch nicht so erfahren hätte. Wahrscheinlich hätte ich mich mit den beiden sonst nicht getroffen und wir hätten da ein bisschen gequatscht. Und da muss ich sagen, haben wir echt schon viele spannende Leute kennengelernt, viele spannende Geschichten gehört und ich glaube, dafür lohnt es sich einfach. Und es ist halt auch
ganz klar ein bisschen Übung, weil wir das ja auch für andere Leute anbieten, diese Podcast-Aufnahmen. Ich sagen muss, ich lerne auch immer super viel, weil jede Situation ist anders. Wir hatten ja erst mit Kevin alleine angefangen heute, dann kam Hendrik noch mit dazu im Gespräch, weil der noch einen Termin hatte vorher. Und dann halt schnell auf solche Situationen zu reagieren, wie handelt man das am besten, das ist schon spannend. Wie gesagt, und die Geschichten, die man dabei oder die ich dabei höre, denke ja auch. Ich glaube, dafür machen wir das. Und es macht wirklich Spaß, da am Mikro zu sitzen, einfach ein bisschen zu erzählen. Und ich sag's nochmal, spannende Geschichten von interessanten Leuten zu hören. Ja. Guten Morgen, ich bin heute bei MTM, bei Maschinentechnik Moringen. Wir machen heute noch mal ein paar Bilder von der Produktion, von den Mitarbeitern. Und ist schon ein ziemlich cooler Laden, kleiner metallverarbeitender Betrieb. Ich nehme euch mal mit, zeige euch ein bisschen was. Ich finde es ziemlich cool hier. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Wo sind wir denn heute hier? Bei Firma MTM, Maschinentechnik Moring. Genau. Herzlich willkommen. Wir machen neue Bilder heute. In diesem ziemlich coolen Laden. Ich finde den ja echt krass hier. Weil wir auch geile Sachen machen. Brachial und cool. Genau. Ja, richtig. So, und jetzt machen wir mal weiter. Wir müssen noch ein bisschen was schaffen heute. Besuchen mal kurz unsere Bilder, weil... Ich habe Hunger. Achso, das auch, ja. Also wir haben ja noch Bilder hängen in der Ausstellung, da gucken wir jetzt mal nach, ob alles beim Alten ist. Es gibt neue Bowls. Okay, dann schauen wir da jetzt mal rein. Das ist ja mein Lieblingsbild von Sille. Elke telefoniert schon wieder. Alles klar, dann bis morgen. Ja. Tschüss. So, wir haben jetzt kurz ein Bagel gegessen und jetzt geht es gleich schon weiter zum nächsten Termin. Mhm. So, wo geht's jetzt hin? Nicht schon wieder essen. Sondern? Business-Termin, Besprechung. Na, dann los. Los. Wir hatten jetzt gerade ein Vorgespräch. Es ging um eine Social-Media-Betreuung. Das heißt Bilder für die Homepage, für Instagram. Eventuell auch Reels dabei. Da sind wir uns aber noch nicht ganz einig gewesen. Und jetzt müssen wir erstmal ein Angebot schreiben. Mhm. Das ist ja immer das, was ich am wenigsten mag an der Sache. Jetzt müssen wir uns erstmal Gedanken machen. Einmal das und es ist ja wirklich auch, also wenn du jetzt wirklich zu hoch greifst, sagen so um Gottes Willen, nein, das machen wir nicht. Ja, aber meistens ist es ja so, dass am Ende mehr Arbeit wartet, als man es plant. Das stimmt. Mhm. Man, klar, man will sich ja nicht unter Wert verkaufen, aber auch nicht die Leute abstecken. Nein, wir finden also eigentlich war es ja immer so bei den letzten Projekten, fand ich, dass ja, also da, am Ende doch mehr Arbeit geworden ist, als man sich so vorher vorgestellt hat. Jedes Mal, ja. Jedes Mal, vor allem. Ja. Ja, müssen wir jetzt mal überlegen. Mhm. Obwohl, ich finde halt immer mehr Leute merken, dass das auch wirklich wichtig wird. Also, ja, total, total. Wo es ja auch so im Bekanntenkreis manchmal im Gespräch ist, ja, Fotograf und alle machen mit den Handys Bildern. Ja, aber ich finde so die Nachfrage an hochwertigen Bildern ist halt auch immer noch da, gerade so aus diesem Gastro-Bereich. Na, aus vielen Bereichen, weil ich meine, die Qualität ist halt einfach eine andere. Ja. Ja, auch schlimmer nicht. Das stimmt. Ne? Okay, also, wir machen uns jetzt mal ein paar Gedanken über ein schönes Angebot. Genau. Mhm. Falls euch was wird, dann nehmen wir euch sowieso nochmal.
falls das was wird, nehmen wir euch sowieso nochmal weiter mit.